Top 9 Liver Cleansing Superfoods. Die Leber, mit einem Gewicht von ca. 3 Pfund bei gesunden Erwachsenen, ist eine der lebenswichtigen Organe des Körpers. Es ist verantwortlich für viele wichtige Funktionen zur Verdauung, Stoffwechsel, Immunität und die Speicherung der Nährstoffe, die der Körper braucht, um zu überleben. Eine gesunde Leber regelt die Zusammensetzung des Blutes, entfernt schädliche Giftstoffe aus dem Blut sowie Prozesse und wandelt Nährstoffe durch den Darm während der Verdauung absorbiert in Formen, die der Körper nutzen kann. Er speichert auch einige Vitamine, Eisen und einfachen Zucker Glucose. Viele Lebensmittel hilft reinigen, verjüngen und ihre Leber entgiften. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Leber gesund und funktioniert so, wie Sie es benötigen. Erster Knoblauch. Knoblauch ist super zum Reinigen Ihrer Leber. Es hilft, Enzyme in der Leber zu aktivieren, löschen Sie Giftstoffe helfen. Es enthält auch zwei natürliche Verbindungen genannt Allicin und Selen, die beihilfen in der Leber, Reinigung und die Leber von toxischen Schäden schützen. Außerdem, Knoblauch senkt Cholesterin und Triglyceridspiegel, der kann die Leber überlasten und seine Funktionsweise behindern. Essen 2 bis 3 Rohr Knoblauch 10 täglich und gehören Knoblauch in Ihre Küche, wo immer dies möglich ist. Sie können auch Knoblauch ergänzt, aber nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt. Zweiter Grapefruit. Eine gute Quelle für Vitamin C, Pektin und Antioxidantien, Grapefruit aids auch die natürliche Reinigung der Leber. Es enthält auch Glutathion, ein potentes Antioxidant, das Freiradikale neutralisiert und entgiftet die Leber. Glutathion hilft auch bei der Entgiftung von Schwermetallen. Darüber hinaus ist die Flavonoide Naringenin in Grapefruit hilft, Fett zu brechen. Trinken Sie ein Glas frisch gepresster Grapefruitsaft oder die ganze Frucht mit dem Frühstück genießen Sie täglich. Dritte Rote Beete. Rote Beete sind ein weiteres leistungsstarkes Essen zur Reinigung und zur Unterstützung der Leberfunktion. Hohe in der Flavonoide und Beta-Carotin, sie helfen, fördern und die Funktion der Leber verbessern. Außerdem, rote Beete sind natürliche Blutluftreiniger. Einfach frische rote Beete oder Saft zu Ihrer täglichen Ernährung. Eine leistungsstarke Leber, Reinigungssalat mit 1 Tasse gehackte oder geriebene rote Rüben, 2 L kaltgepresstes extranatives Olivenöl und den Saft von 1/2 Zitrone. Mischen Sie alle Zutaten zusammen und essen Sie 2 Teelöffel es alle 2 Stunden während des Tages für eine Woche. 4. Zitronen. Zitronen helfen der Leber hauptsächlich aufgrund der antioxidativen D-Limonen in S, die hilft, Enzyme in der Leber, Entgiftung entgiften aktivieren. Darüber hinaus ist die hohe Menge Vitamin C in Zitronen, hilft der Leber produzieren mehr Enzyme Verdauung zu unterstützen. Zitronen auch Mineralwasserabsorption von der Leber. Lemonwasser zu Hause erstellen, indem Sie den Saft von 1 Zitrone, um ein Glas Wasser. Sie können sogar geschnittene Zitronen hinzufügen. Trinken Sie das Wasser in regelmäßigen Abständen. 5. Grüner Tee. Durch das Trinken von grünem Tee täglich, Sie können Ihren Körper spülen Giftstoffe und Fettablagerungen helfen, bei gleichzeitiger Erhöhung der Wasserhaushalt. Eine Studie 2002 im Internationalen Journal von Corpulence veröffentlicht wurde, fand, dass die Katechine in Tee helfen den Fettabbau in der Leber anregen. Dies wiederum verhindert das Fettakkumulation in der Leber. Diese gesunde Getränke schützt die Leber vor den schädlichen Auswirkungen von giftigen Substanzen wie Alkohol. Trinken Sie 2 bis 3 Tassen grünen Tee täglich. Falls gewünscht, versüßen Sie Ihren Tee mit Honig. Hinweis: Trinken grünen Tee mehr zu vermeiden, denn es kann einen negativen Einfluss auf die Leber und andere Körperteile. 6. Avocados. Avocados enthalten starke Chemikalien, die Schäden der Leber senken kann, entsprechend einer 2000 Studie der amerikanischen Chemischen Gesellschaft. Diese Frucht ist reich an Glutathion, eine Verbindung, die von der Leber benötigt Giftstoffen zu reinigen und richtig zu funktionieren. Der hohe Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren in Avocados hilft Low-Density-Lipoproteine oder das schlechte Cholesterin und Lipoproteine hoher Dichter oder gutes Cholesterin senken. Die Leber verarbeitet leicht gute Cholesterin. Essen 1 bis 2 Avocados pro Woche für ein paar Monate zu helfen, Schäden der Leber. 7. Gelbwurz. Gelbwurz ist auch eine beliebte und effektive Leber-Reinigung-Essen. Es verbessert auch die Fähigkeit des Körpers, Fett zu verdauen. Die Substanz Curcumin in der Gelbwurz induziert die Bildung eines primären Leberentgiftung-Enzyms namens Glutathionstransferase. Es hilft auch, beschädigte Leberzellen regenerieren. Mischen 1/4 Teelöffel Kurkuma-Pulver in einem Glas Wasser und kochen. Trinken Sie es 2-mal täglich für ein paar Wochen. 8. Äpfel. Ein Apfel am Tag ist das Geheimnis hinter einer gesunden Leber.
Äpfel sind eine gute Quelle von Pektin, eine lösliche Faser, die Giftstoffe aus dem Verdauungstrakt und Cholesterin aus dem Blut entfernen, wiederum verhindert, dass die Leber von überarbeitet wird. Äpfel enthalten außerdem Apfelsäure, ein natürlich Reinigungsnährstoff, werden beseitigt, Karzinogene und andere Giftstoffe aus dem Blut. Alle Arten von Äpfel sind gut für die Leber, aber für schnelle Leberreinigen wählen Sie organische Äpfel. Eine organische Apfel essen oder ein Glas frischen Apfelsaft täglich trinken. 9. Walnüsse. Der hohe Anteil der Aminosäure L-Arginin in Walnüssen aids in der Leber entgiftet Ammoniak. Darüber hinaus Walnüsse enthalten Glutation und Omega-3-Fettsäuren, die die natürliche Leber, Reinigungsprozess. Nussbaumpolyphenole verhindern Schäden der Leber, die durch Tetrachlorcholinstoff und D-Galactosamine. Munch auf eine Handvoll Walnüsse als Snack täglich. Sie können auch über einen Salat streuen, Beilage, Suppe oder Backwaren.